Willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir sind immer noch auf der Südinsel von Neuseeland. Entlang des Lake Pukatu geht es zum Mount Cook zu einer Gletscherwanderung auf dem Tasmangletscher. Weiter nach Lake Te Kapo, einem wunderschönen See. Entlang des Lake Pukaki geht es immer Richtung Mount Cook oder auf Maori Aoraki. Unser heutiger Übernachtungsplatz, noch nicht ganz oben am Mount Cook, weil da war alles belegt. Aber von unserer Terrasse haben wir einen Blick auf den Mount Cook. Ein schönes Plätzchen haben wir hier gefunden. Unter Lärchen. Und Hubschrauberlärm. Heutige Stehplatz, oder besser gesagt für die nächsten zwei Tage, direkt am Fuße des Mount Cook. Aber nicht, dass ihr denkt, wir stehen hier alleine. Dem Stellplatz haben 120 Fahrzeuge Platz und es ist ausgebucht. Das wird heute Abend wieder richtig voll hier. Wir machen den Hooker Valley Track. Sind vorbereitet, gut ausgerüstet, mit Sonnencreme eingecremt. Ist ein herrlicher Tag. Mhm. Nette, du bist fit? Wir werden sehen, ich glaube schon. Sehr schön. Massenwanderung. Es ist irre, wie viele Leute unterwegs sind. Aber es ist auch ein fantastischer Ausblick. Die Annette überquert todesmutig diese Schwingbrücke. Das ist wie auf dem Mount Everest. Kurz vorm Gipfel staut sich die Menschenmenge. Und das in Neuseeland. Am Hooker Lake angekommen. Hier schwimmen noch die Eisberge im See.
Millionen Jahre altes Gletschereis. Habe ich hier. Ja, es gibt Leute, denen ist nicht zu kalt. Da unten schwimmt jemand in dem Gletschersee. Heute geht es zum Haley Hiking auf dem Tasmangletscher. Und jetzt werden wir ausgerüstet. Kriegen wir Schuhe, Socken. I think it's okay. Sind ausgestattet. Spezielle Schuhe, Jacke, alles. Jetzt kann es gleich losgehen. So, that needs to go in your bag, but you can carry that. Wir landen auf dem Tasmangletscher. Der Tasmangletscher ist 27 Kilometer lang und 3 Kilometer breit. Im Zeitraum von 1976 bis 2007 verlor er rund 5 Kilometer seines Eises. Im Zuge des Christchurch-Erdbebens im Februar 2011 brach vom Tasmangletscher ein Eisstück mit einer geschätzten Masse von 30 Millionen Tonnen ab. Die Steigeisen oder Eisschuhe werden angelegt. Wie erwartet sind wir natürlich nicht alleine. Wir sind mit 10 Leuten und einem Guide unterwegs. Da haben wir so eine kleine Eishöhle. Look at the ice cliffs. It's a big one. Where is it? You can see the big white waterfall. See where it is. That's got it. Oh yes. No, it's not so funny when you fall down. No. So at the bottom, there's a bit of a pool of water that forms as the day goes on and all of this starts to melt. Cheers. I have cut a couple of little steps kind of on the side of the puddle. Der Nette geht in die erste Eishöhle. Ist glatt, hä? Nee, das geht mit den Schuhen gut. Aber manchmal wünscht man sich etwas längere Füße, Beine. Da kommt sie schon wieder raus nach einer Stunde.
Wenn du so abtauchst, ja, wenn ich dich noch sehe. Ich bin da, muss vielleicht tiefer reinkommen, Annette. Aber nicht reinfallen. Ja. Ja, genau so sieht man dich hier nicht. Ist gut. Ich gehe zum Yeti. Ja, geh mal. Grüß schön. Na? Hallo. Yeti getroffen? Nein, Yeti nicht getroffen. Aber schön. Schöne Farbe. Zu Ende und jetzt geht's wieder runter. Lake Tekapo geht's mit dem Fahrrad in die Stadt, in die Brauerei. Es ist ein bisschen später geworden heute. Wir haben super gegessen. Und jetzt ist es schon dunkel und es ist ganz schön kalt. Aber wir kriegen gleich noch Besuch. Kriegen noch Besuch? Ja, ich glaube schon. Okay, dann müssen wir dem eine Nachricht schicken. Ja, ich wollte einen Standort schicken. Fahrradtour am Lake Tekapo. Mit Blick auf die südlichen Alpen. Das kann es schön sein. Irgendwo von da ganz hinten komme ich. Jetzt 15 Kilometer.
Ich mache eine Fahrradtour um den wunderschönen Lake Tekapo. Direkt gegenüber, zwischen diesen Pinien, die man dort drüben gut sehen kann, steht irgendwo unser Wohnmobil. Daneben kommt der Ort Tekapo. Mittlerweile bin ich an den Hot Springs vorbeigefahren. Und jetzt schauen wir mal, wo mich der Weg noch hinführt.